wollen uns heute wieder mit euch sprechen zu können und bedanken uns auf jeden Fall erstmal schon das letzte Mal. Wir haben so super tolle Antworten gegeben, beziehungsweise wir haben so viel verstehen können, dass wir richtig begeistert sind und hätten aber jetzt der Sache mit Rebecca, wo ihr Körper oder Sachen von ihr zu finden sind, noch ein paar Nachfragen. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns antworten könnt nochmal. Ja, ihr Lieben, als erstes mal die Hauptfrage. Wir hatten um den Ort gefragt, der am nächsten bei der Stelle liegt. Und wir haben Storkow verstanden. Ist das wichtig? Mehrmals vom Moor gesprochen. Und dort gibt es ja ein richtiges Moor. Ist das auch, meint ihr, auch auf der Seite des Sees, wo das Moor ist? Also das wäre die Seite, wo der Schuh verarbeitet wird. Zumindest ein Stück, wo der Mormann sitzt, wo der Bunker steht. На Южном Донецком направлении подразделения Грузинский Восток.
oder liegt sie nur in einem Gebiet, wo der Boden eine Art von Moor hat, also matschig, nass? Er hatte auch gesagt, dass wir uns nach Richtung Norden orientieren sollten. Oder das Wort Norden kam, oder Nord kam sehr oft. Gehen wir richtig der Annahme, dass das Moor, was ihr meint, als Startpunkt anzusehen ist. Sprich, wenn wir am Moor oder neben dem Moor stehen, dass wir dann in Richtung Norden gehen sollen. Wir haben Storken gehört. Meint ihr direkt Storko oder Storkomang, also eine der anderen dazugehörigen Ortschaften? Es gibt dort bei Storko auch ganz viele Seen. Der See, an dem schon gesucht wurde, wo auch das Moor ist der große Storkower See. Ist dieser See am nächsten an der Stelle, wo etwas zu finden ist von Rebecca? Полиция проверяла документы и людей, которые есть сегодня. Воскресную молитву. Несмотря на это, приходило очень много, рассказывая о деянии, посетившую службу, провел сегодня службу предстоятель хронический.
Blaulicht im Wald habe ich verstanden. Der Schablonsee. Ihr habt auch gesagt, es liegt ein Feld drumherum.
nicht um diesen kompletten Waldfelder außenrum. Wenn ich an der Stelle stehen würde, wo Rebecca oder etwas von ihr versteckt ist, was würde ich dann sehen? Würde ich immer nur Wald und Bäume sehen? Es wurden an einer Stelle Reifenspuren gefunden und festgestellt. Ist dort auch etwas von Rebecca zu finden? Um an die Stelle zu gelangen, wenn wir zu Fuß gehen, müssen wir dann irgendwo runterklettern.
Und dann geht es den Abhang runter. Сейчас Покровский, Сокоровский, Сгород парламент. Точно не пройдут. Но он сейчас в отставку отправляет. Будет он по-прежнему рассчитывать. Сказал бы, что это не будет хотел демонстрацию. Как это будет, кстати говоря, снизу желтый цвет. Но все-таки пойдет на выбор. Профсоюзы, другая программа. То, что он на этом руках продолжает. Он уже сейчас объявлен, что 10-й день национальной чести в труде 28 марта. Sieht man von der Stelle aus einen Badestand? После вот этого выступления Макрона, она предоставила потом на площадь согласия, а не может, она эта площадь как раз находится рядом с ней. Ja, gesagt in einer Rückmeldung, ich sehe Kinder, oder man sieht Kinder von dieser Stelle aus. Haben wir das richtig verstanden? Ist dort in der Nähe oder in der näheren Nähe ein Spielplatz? Ist das ein Waldspielplatz? Представитель Сибири Центральной России станет заметно прохладнее, чем было формирование снежного покрова. Прохладание будет не последним, так что менять видимым разделением автоматически пока не стоит. Welchen Namen hat dieser Spielplatz? Sagt den bitte. Kann man in die Nähe des Stecks von Rebeccas Körper offiziell und erlaubt mit dem Auto fahren? Он
Oder ist es eigentlich verboten, dort mit dem Auto zu fahren? Im Umkreis von 2 Quadratmetern von der Stelle, von diesem Versteck, wo Rebecca ist, nennen bitte etwas Markantes. Ist dort in der Nähe ein Grenzstein mit einer Nummer drauf? Dann nennt bitte jetzt die Nummer des Steines. Ist das ein Privatgelände? Ist das Gelände jetzt eingezäunt? В России вскоре появятся частные старатели. Правительство благотворительной Госдумы новый законопроект об открытии золота и физическими лицами. Подробности инициативы были сняты в Мариинске. Пока в нашей стране законы добывают золото, можно только ничего не физиологировать. Случившиеся, знаешь, что еще лицо. Но ситуация может измениться в ближайшие годы. Как сообщил министр по развитию Дэна Власова, Алексей Чиканов, законопроект, когда вы еще золото играете,
gibt es dort in nächster Nähe eine Fabrik? Wenn ja, was stellt diese Fabrik her? Возможности доступа ко всем цифровым системам по выбору участка. И самое главное, они выходят в зону, таким образом рассчитывают, чтобы потом жили в самое конечное, доступные территории и дать им возможность достойного существования, достойного заработка людям, которые до сих пор которые не законны, не команды государства. Oder werden dort Pferde gehalten? Oder reiten dort in der Nähe des Verstecks oftmals Reiter vorbei? Gibt es dort eine Art Tiergehege oder einen Park? Sind das wilde Tiere? Oder kann man die Tiere dort streicheln? Wenn wir von der Autobahn abfahren, wie viele Kilometer müssen wir dann noch zurücklegen, bis um an diese Stelle zu kommen? Причиной взрыва в Тульской области стало падение беспилотника с боеприпасом при предприятии со ссылкой на экстренные службы. Ранее сообщалось о взрыве на улице Подружников от города Стрельцов. В результате взрыва частично повреждены темные квартирные дома и 4% построили на месте работы. Секретативные службы организованы цифровыми. Власть отвечает, что сейчас уровень безопасности населения и инфраструктуры. Митрополит Запорожский и Витопольский Лука объявили голодовку на протест против Калининга в Рыбовской православной церкви. Hat der Täter, der Rebecca dort versteckt hat, viel Arbeit gehabt, sie dort zu verstecken?
Сегодня предстоит Иисусу села правильно Анушки и провел в лавре воскресную службу, которая, как сообщалось в настоящем монастыре, может оказаться последней водителем. До нее пришли несколько тысяч человек. Потом ее руководство закольковалось. Вечерская лавра подпорвала монахов офицер покинуть или приобретение до Я по ходе по данным центра Фобос в Петербурге завтра провели говорится, мы участвовали в праздник писателей в Москве, когда были осадки ночью, то есть 5-7 тепла сейчас Wir werden uns das wieder ganz genau anhören. Wir danken euch vielmals für eure Antworten. Wir hoffen, dass wir mit euch zusammen zeigen können, dass es möglich ist, so einen Fall aufzunehmen. Wir geben uns wirklich Mühe, um euer Gesagtes zu finden, zu entziffern, zu verstehen. Ну, главное событие недели – это государство. Wichtige Nachrichten, die wir jetzt noch auf uns haben. Habt ihr jetzt noch ungefähr eine Minute Zeit, das aufs Band zu sprechen? Wir sind jetzt ganz ruhig. Wenn ihr wichtige Informationen für uns habt, dann bitte jetzt. Если говорить откровенно, то, конечно, мы ожидали большего. Вот, danke schön für eure Antworten und Rückmeldungen. Wir haben jetzt wenig verstanden, aber wir werden das auswerten. Genau. Wir entlassen euch jetzt wieder. Danke. Dankeschön. Bye-bye. Я тоже тебя отношения с Китаем, я тоже тебя отношения с Китаем, я тоже тебя отношения с Китаем.